Seit Marktstart teste ich nun das neue MacBook Air mit dem Apple M1 Chip und in diesem Video fasse ich euch einfach alles zusammen, was ihr vor dem Kauf wissen müsst. Dreh- und Angelpunkt der neuen MacBooks ist der verbaute M1 Chip. Dieser wurde von Apple speziell für die neuen MacBooks entwickelt und wie ich bereits in meinen anderen Videos gezeigt habe, ist dieser sowohl verdammt leistungsstark als auch batterieeffizient. Und das betrifft sowohl die Rechenleistung der CPU als auch die Grafikleistung der GPU. Ich habe das MacBook Air mittlerweile in unzähligen Situationen getestet und hierbei war dieses teilweise sogar schneller im Videoexport als ein 4000 Euro iMac aus 2020 mit der stärksten verfügbaren dedizierten Grafikkarte. Und auch sonst kann man mit dem neuen MacBook Air nun vieles machen, was bis jetzt mit einem MacBook Air unmöglich war. Sei es Videoschnitt, Bildbearbeitung, Musikproduktion, Coding oder auch Gaming, all das ist mit dem MacBook Air nun sehr gut möglich und Standardanwendungen wie Office-Arbeiten oder Websurfing bringen den M1-Chip nicht einmal ins Schwitzen. Und an dieser Stelle darf man einfach mal nicht vergessen, dass das neue MacBook Air nicht einmal einen Lüfter hat. Es schafft das alles nur mit einer passiven Kühlung und wird hierbei fast nie unangenehm warm. Einzige Ausnahme ist hierbei vielleicht anspruchsvolles Gaming, da wird das MacBook Air zwar nicht heiß, aber schon spürbar warm und auf dem Schoß wird das auf Dauer eventuell etwas unangenehm. Ja, es sind noch nicht alle Programme auf die neue Oberfläche des M1-Chips angepasst, aber die es sind, die laufen zur Höchstform auf und die es noch nicht sind, die werden durch Rosetta 2 so übersetzt, dass sie immer noch schneller sind als auf den meisten Intel-MacBooks. Grundsätzlich laufen damit auf dem neuen MacBook Air also alle Programme, die ihr auch vorher auf einem Intel-Mac nutzen konntet. Dem eingeschlossen auch die Dienstprogramme von Microsoft Office. Und an dieser Stelle mag ich euch auch gleich noch einmal die Frage beantworten, ob ihr lieber 8 oder 16 GB RAM wählen solltet. Ich habe hier die Version mit 8 GB RAM und ich hatte eigentlich nie mit dem RAM Probleme. Selbst wenn ihr gleichzeitig mehrere Office-Anwendungen nutzt und verschiedene Chrome-Tabs im Hintergrund offen habt und gleichzeitig ein Video exportiert, sorgt das für keine relevanten Leistungseinbußen. Ich habe auch annähernd alle Vergleichsvideos zu diesem Thema gesehen und für 95% der Anwender sind 8 GB Arbeitsspeicher mehr als genug und wer die 16 GB braucht, der weiß das selber. All denjenigen, die mit sehr speziellen Programmen arbeiten, würde ich aber dennoch raten, etwas abzuwarten. Der M1-Chip ist der erste seiner Art und so sind Probleme an den ein oder anderen Stellen sicher nicht zu vermeiden. Wenn ihr also mit komplexen Programmen arbeitet, die noch nicht für die neue Oberfläche angepasst sind und ihr für eure Arbeit darauf angewiesen seid, dass alles reibungslos funktioniert, dann würde ich euch raten, mit dem Kauf noch etwas zu warten, bis diese Programme für den M1-Chip optimiert wurden oder es verlässliche Tests gibt, die zeigen, dass die Programme problemlos auf den neuen Macs funktionieren. Eine schlechte Nachricht gäbe es dann aber noch. Es gibt aktuell noch keine wirklich brauchbare Möglichkeit, Windows-Programme auf einem der neuen MacBooks zum Laufen zu bekommen. Bootcamp ist Geschichte und auch Emulationssoftware gibt es bislang noch keine. Okay, streng genommen haben es ein paar kluge Köpfe tatsächlich bis jetzt schon geschafft, Windows auf einem MacBook Air mit dem M1-Chip zu installieren. Das ist jedoch sehr umständlich und bislang läuft Windows darauf auch einfach nur miserabel. Dementsprechend gibt es bislang einfach noch keine Lösung für den Endverbraucher. Aber da es zumindest mittlerweile zu funktionieren scheint, gibt es zumindest die Möglichkeit, dass Windows-Programme in Zukunft auch auf den neuen M1-Chips performen werden. Eine Garantie hierfür gibt es jedoch leider nicht. Zeitgleich hat Apple auch den Support für eGPUs eingestellt. Die 7 bzw. 8-Core GPU leistet zwar deutlich mehr als je ein MacBook Air bis jetzt in Sachen Grafik gekonnt hat, in gewissen Situationen hatte ein Intel MacBook mit einer entsprechenden eGPU dennoch mehr Grafikleistung. Da mir persönlich der Workaround mit einer eGPU aber auch nie wirklich zugesagt hat, kann ich persönlich das sehr gut verkraften. Dafür könnt ihr jetzt aber auf dem MacBook iPhone und iPad Apps installieren. Insbesondere für Apps, die es bislang nur für iPhone oder iPad gab, ist das praktisch. Leider gibt es jedoch nicht alle Apps, da sich Entwickler auch bewusst dagegen entscheiden können, dass ihre Apps auf dem Mac verfügbar sind. So sucht man zum Beispiel Netflix vergeblich. Dieses Video wird freundlicherweise unterstützt von EaseUS Data Recovery. Ich meine, jeder von uns kommt irgendwann mal an den Punkt in seinem Leben, wo er etwas löscht, was er eigentlich noch braucht. Seien es die alten Urlaubsfotos oder sogar die Bachelorarbeit, an der er gerade sitzt. Ich selbst hatte tatsächlich vor einiger Zeit genau dieses Problem und wollte Fotos, die ich gelöscht hatte, wiederherstellen. Jedoch scheiterte ich leider daran, weil ich einfach kein vernünftiges Programm fand, mit dem dies möglich war.
Hierfür bietet euch EaseUS die ideale Lösung. Es gibt sowohl eine kostenlose als auch eine Pro-Version und der größte Unterschied zwischen den beiden Versionen ist, dass ihr mit der kostenlosen Version nur maximal 2 GB an Daten wiederherstellen könnt. Ein normales Foto im JPEG-Format braucht normalerweise maximal 5 MB an Speicher. Das heißt, ihr könnt mit der kostenlosen Version locker rund um die 40 Fotos oder zum Beispiel ein ca. 6 Minuten langes Video in 4K bei 24 FPS wiederherstellen. Textdateien sind nochmal wesentlich kleiner und dürfen daher in der Regel nie die 2 GB Grenze erreichen. Ich habe hier die Pro-Version getestet und die Installation war denkbar einfach. Einfach das Programm über die Webseite herunterladen und anschließend starten. Einmal registriert, wählt man dann einfach die Festplatte aus, von der man die Daten wiederherstellen möchte. Ich habe also zuvor einen wirklich großen Ordner mit Bildern von der Festplatte gelöscht und anschließend den Papierkorb geleert. Unter normalen Umständen wären die Daten so endgültig gelöscht. Dann habe ich EaseUS die Festplatte scannen lassen und es dauerte nicht lange, bis die Software den gelöschten Ordner gefunden hatte. Diesen konnte ich dann problemlos wiederherstellen und siehe da, alle Fotos und Videos waren wirklich vollständig wiederhergestellt. Ich hatte den gleichen Ordner auch nochmal auf einer anderen Festplatte gesichert und konnte so genau abgleichen, ob wirklich alles wiederhergestellt wurde. Und siehe da, es funktionierte alles genau wie vorher. Sowohl Fotos als auch Videos ließen sich ganz normal öffnen und wieder verwenden. Umso länger die Daten natürlich gelöscht sind und umso mehr Daten nach der Löschung noch auf der Festplatte gespeichert wurden, desto unwahrscheinlicher ist es, dass die Daten noch zu retten sind. Das gilt jedoch für alle Programme dieser Art und ich kann EaseUS wirklich empfehlen, da die Anwendung sehr einfach ist und bei mir alles einwandfrei funktioniert hat. Ihr findet den Link zum Download ganz oben in der Videobeschreibung, ladet euch EaseUS also selbst herunter und probiert das Ganze mal kostenlos aus. Passend zum neuen Chip hat Apple auch das Display des MacBook Airs verbessert. Es unterstützt nun auch den P3-Farbraum und steht damit dem Display des MacBook Pros nur noch in Sachen Displayhelligkeit etwas nach. Damit hat das MacBook Air nicht nur genügend Leistung, sondern auch das entsprechend gute Display, um damit Bilder und Videos zu bearbeiten. Für drinnen ist das Display mit 400 Nits auch ausreichend hell, bei Tageslicht dürfte der Unterschied zum MacBook Pro mit 500 Nits aber definitiv auffallen. Eine Sache, die man ebenfalls nicht vergessen sollte, das ist die Geschwindigkeit der verbauten SSD-Festplatte. Diese soll nun doppelt so schnell sein wie beim Vorgänger und auch wenn ich hierzu keinen direkten Vergleich habe, trägt das wahrscheinlich auch dazu bei, dass Programme so schnell öffnen und auch für so Sachen wie Videobearbeitung ist das unheimlich wichtig, damit man schön geschmeidig durch die Timeline scrollen kann. Der letzte Punkt, den Apple beim MacBook Air noch einmal stark verbessert hat, das ist der Akku. Bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit sind mit dem neuen MacBook möglich. Das liegt vor allem am Aufbau der CPU. Hier setzt Apple nämlich auf 4 Hochleistungs- und 4 batteriesparende Kerne. Bei leichten Aufgaben wie Textbearbeitung, Webbrowsing oder dem Streamen von Videos arbeiten die batteriesparenden Kerne und ermöglichen so, dass das MacBook Air so lange durchhält. Bei anspruchsvolleren Aufgaben springen dann die Hochleistungskerne ein und ermöglichen so beste Performance, selbst bei anspruchsvollen Aufgaben wie 4K Videoschnitt. Hierbei wird der Akku dann zwar auch stärker beansprucht, doch selbst unter diesen Umständen ist der Akku immer noch deutlich ausdauernder als bei den alten Intel MacBooks. In Sachen Akku setzt Apple damit neue Maßstäbe und in der Regel hält das MacBook Air damit immer länger durch als du. Eine kleine Verbesserung gibt es dann noch bei der verbauten FaceTime-Kamera. Diese wurde zwar nicht hardwareseitig verbessert, profitiert aber von dem neuen Bildverarbeitungsprozessor. Damit liefert die Kamera zwar immer noch kein Full HD, aber das ist zumindest etwas. In diesem Beispiel demonstriere ich euch einfach mal ganz kurz die Qualität der verbauten Kamera und gleichzeitig hört ihr auch noch die Qualität der 3 verbauten Mikrofone. Ansonsten ist aber so gut wie alles beim Alten geblieben. Das gleiche Design, die gleichen Farben, die gleichen Lautsprecher, die gleiche Tastatur mit Scherenmechanismus und 1 mm Tastenhub und auch das gleiche große und geniale Trackpad. Alles in allem ist das neue MacBook Air ein großer Schritt für die Welt der mobilen Computer. Chiphersteller wie AMD und Intel müssen sich wirklich ranhalten, um diesen Vorsprung wieder einzuholen. Und auch wenn das MacBook Air mit 1.100 € nicht gerade günstig ist, bietet es für diesen Preis einfach so viel, dass es für sehr viele Menschen interessant sein wird. Egal ob Schüler, Studenten, Videoproduzenten oder auch andere Menschen, die mit ihrem MacBook arbeiten, die neuen MacBooks stecken zwar noch in den Kinderschuhen, sind aber das vielversprechendste, das ich in Sachen Technik in den letzten Jahren gesehen habe. Ich bin wirklich sehr gespannt, was hier in den nächsten Jahren noch auf uns zukommt und ich kann es gar nicht abwarten, den ersten iMac mit einem Apple-eigenen Prozessor in die Hand zu bekommen. Stellt euch einfach mal vor, wir bekommen nun statt 4 Hochleistungskernen einfach 8 Hochleistungskernen und so Elemente wie eine dedizierte Grafikkarte oder der Apple Afterburner-Karte. Stellt euch das einfach mal vor, was damit möglich sein wird. Ich glaube, das Ganze wird zwar erst in der zweiten Hälfte von 2021 veröffentlicht werden, aber dann bin ich auf jeden Fall dafür bereit, es ausgiebig zu testen.
Doch wem würde ich jetzt eigentlich empfehlen, eines der neuen MacBook-Modelle zu kaufen? Nun ja, jeder, der auf Nummer sicher gehen will, der sollte auf jeden Fall noch ein Jahr warten. Jeder, der aktuell ein MacBook oder auch den Mac Mini mit dem M1-Chip kauft, der ist irgendwo immer noch Beta-Tester und es gibt keine Garantie dafür, dass wirklich alles zu 100% funktioniert. Alle Standardanwendungen wie Office-Kram oder auch alle Anwendungen von Apple, die bereits auf den M1-Chip umgeschrieben sind, die laufen aber wirklich gut und dementsprechend gehe ich dieses geringe Risiko sehr gerne ein und freue mich von Anfang an dabei zu sein. Was ich jedoch aktuell keinen mehr empfehlen würde, das ist es, einen Mac mit Intel-Chip zu kaufen. Apple wird in den nächsten 2 Jahren wirklich das komplette Line-Up auf Macs mit Apple-Prozessor umstellen und dementsprechend werden diese dann ihre Vorgänger, wie das aktuell auch gerade beim MacBook Air ist, einfach nur in den Schatten stellen. Dementsprechend kauft euch bitte, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, keinen Mac mit Intel-Prozessor mehr. Diese werden in den nächsten Jahren, denke ich, drastisch im Preis fallen. So Leute, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in die Welt des neuen M1-Chips und der neuen MacBooks geben. Wenn das so war, lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns wie immer im nächsten Video.